Hello, my ladies and gentlemen, willkommen zum zweiten Tag. Heute wieder ein Frühstücksrezept oder Sauerrezept. Und zwar machen wir heute standardgemäß Menemen oder Melemen. Manche sagen Menemen, manche sagen Melemen. Menemen, 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 Menemen. Ja, standardgemäß besteht das aus Peperoni, Tomaten, Eiern. Manche verwenden noch Zwiebeln. Ich werde keine Zwiebel verwenden und werde das aber mit etwas Knoblauch verfeinern. Und dann wird das Ganze, dann nimmst du dein Brot. Fangen wir an, let's go. So, dann habe ich hier vier Peperonis. Das weg. So, diese Peperonis schneide ich jetzt schön fein. Gebe ich nun in eine Pfanne. Darauf gebe ich jetzt reichlich Öl und brate das Ganze jetzt auf mittlere Hitze an. Dann nehme ich Tomaten, 5 Stück ungefähr, je nachdem wie groß die Tomaten sind und wie saftig die Tomaten sind. Dann schäle ich die Tomaten. Tomate halbieren, hier den Strunk entfernen, danach etwas grob in Würfel schneiden, packt das so, gibt es in eine Schüssel, dann gebe ich eine etwas fein gehackte Knoblauchzehe hinein und brate diese mit an. Ich gebe meine Tomaten hinzu. So, jetzt gebe ich gleich einen Deckel drauf und lasse das Ganze bei mittlerer Hitze weich kochen, also die Tomaten. Ab und zu mal umrühren, schauen, was die Tomaten so machen. So, schauen wir mal, wie die Tomaten so sind. Boah, super! Salzen, kleinen Stoß Pfeffer, nochmal umrühren. So, Temperatur etwas abstellen, sonst stocken die Eier jetzt viel zu schnell. Und jetzt brechen wir 3 bis 4 Eier hinein. Verrühren wir das etwas. Je nachdem, wie man das möchte. Ob das Ei mehr stocken soll, dann verrührt man das etwas weniger und lässt es jetzt einfach so stehen, dann stockt das schön. Und wenn man das eher so etwas flüssiger will, dann verrührt man das ständig. So, das Ei wird jetzt nach und nach anfangen zu stocken. Also wenn man es stockiger haben will, dann vermischt man die ganze Masse nicht so stark wie ich, sondern rührt einmal rum, lässt es kurz anbraten, lässt es alles zusammen verbinden, dann hat man es etwas fester als flüssig. So, das wäre es dann eigentlich mit dem. Jetzt kann ich die Temperatur abstellen und das Ganze mit der Pfanne auf dem Tisch servieren. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann mit Menemen oder Menemen, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.